Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shadowage TV. Heute wollen wir uns einmal anschauen, wo wir Eosea Incognita freischalten. Denn auch wenn ich schon mittlerweile Level 80 erreicht habe mit meinem Tank, habe ich das immer noch nicht gemacht. Und das sind immer ganz schöne XP nebenbei und ich habe jetzt gerade mal ein bisschen recherchiert, wo man das macht. Und wir befinden uns in Gridania und hier im Hexerstübchen von Mione. Und hier steht Noah Gamdula. Und bei der beginnt das ganz offensichtlich. Was ich habe? Ach, schon wieder hat ein Gast hier was vergessen. Abgegriffenes Buch. Das soll alle Leute mitdenken. Wenn ich es wegwerfe, kommen sie im nächsten Augenblick hereinspaziert und wollen das Buch wieder. Und das ist schon mal klar. Aber hier verstellen uns all die Fundsachen schon im Lagerraum. Verstellen uns all die Fundsachen schon in den Lagerraum. Kannst du nicht einfach versuchen, ein gutes Stück nachzubringen? Sieht ja irgendwie wichtig aus. Wenn auch etwas zerfleddert. Okay. Ich weiß nur nicht, ob das eine Frau in einem Strohhut war. Das Gesicht konnte ich nicht erkennen, aber sie hat mir Eral dort drüben geredet. Vielleicht weiß er mehr. Eral, sag mir, wem das Buch gehört. Dame mit Strohhut? Ah, du meinst Millith. Millith Ironheart, mit der ich gerade noch gesprochen habe. Die geborene Abenteurerin, was sie schon alles erlebt hat, das kannst du dir kaum vorstellen. Und das ist ihr abgegriffenes Buch? Dann solltest du sie mal schnell bringen. Sie wollte die Wasserfälle katalogisieren. Zuerst ist sie wohl zu den Abkulu-Fällen, denke ich. Versuch's auch mal dort. Okay. Abkulu? Kulumululu? So, da porten wir natürlich, weil wir laufen keinen Meter zu viel. Das ist schlecht für die Figur. Jetzt wirst du, wo ich hin muss. Shendum. Amphit. Okay. Im Moment bin ich gerade Dancer, deswegen kann ich mal ein bisschen pelotonen. Mein Sprint auf CDs. So, falls ihr nicht wisst, was Eosea Incognita ist, offensichtlich gibt es ein paar wunderschöne Plätze in diesem Spiel, die man dann mehr oder weniger erreichen muss. Erstmal, das ist der erste Clou. Die sind teilweise sehr schwer zu erreichen mit Jump-Puzzles und so weiter. Und dann bekommt man eine wunderschöne Aussicht geboten und kann diese dann... Und natürlich sind die mit ein paar EP verbunden. Was natürlich ganz nett ist. Ja, ich bin Millith Ironheart. Reiseschriftstellerin und Entdeckerin. Ob ich etwas vermisse? Hm. Was ist das für ein Ratespiel? Hier, Buch. Da, Buch. Ah, mein Buch. Das hätte ich kurz in Miones Hexerstübchen deponiert. Wieso hast du es dir gegeben? Na, danke jedenfalls für die Mühe. Darf ich fragen, wie du heißt? Ah, Shenmue. Sag das nicht so, als ob ich den Namen kennen müsste. Hast du schon die Welt gerettet oder so? Ja, mehrfach. Bitch. Mein Name ist jedenfalls in Kürze definitiv so sehr weit bekannt. Dank dieses kleinen Büchleins. Es enthält die spektakulärsten Aussichtspunkte, die interessantesten historischen Städten und die atemberaubendsten Landschaften Eoseas. Zumindest die, die ich bisher erforscht habe. Aber das sind eine ganze Menge. Meine Vorfahren waren auch allesamt berühmte Entdecker, die sich in der Erkundung ganz Eoseas verschrieben hatten. Da gab keiner viel auf ein beschauliches Leben. Immer am selben Ort wandern. Wandern, entdecken, erforschen. Dieser Drang liegt uns allen im Blut. So ergibt das Sinn. So, ja. Du bist ein Abenteurer und hast nur einen Federstrich über deine Erkundung festgehalten. Im Ernst? Dann wird es aber höchste Zeit. Ich gebe zu, ich sage das auch zu meinem eigenen Interesse. Ich könnte nämlich ein bisschen Unterstützung und Rückmeldung von einem Gleichgesinnten gebrauchen. Und du siehst mir aus wie jemand, der schon weit herumgekommen ist. Aber lass uns zum erst einmal sehen, ob du unsere Reiseschriftstellertätigkeit überhaupt geeignet bist. Nicht jeder Abenteurer hat auch ein Auge für die Schönheit der Landschaft, obwohl er da meiner Ansicht nach das Wesentliche verpasst. Lass es mich in Rätsel formulieren. Finde hier in Gridania den Ort, an dem ein Stein die Erde mit dem Himmel verbindet.
Was? Und glaub nicht, dass du damit einfach den allerhöchsten Aussichtspunkt meine. Wenn du dort bist, sieh dich genau um, spähe in alle Richtungen. Und wenn du sicher weißt, dass es der gemeinte Ort war, komm wieder zu mir zurück. Okay. So. Okay, es ist ja ziemlich genau definiert. Muss ich nicht wirklich viel suchen. So. Vom Himmel und Erde verbindenden Steinspähen. Ja. Okay. Let's do this. Himmel und Erde verbinden den Stein. Ist hier überhaupt kein Stein, bin ich doof? Den Ort gefunden, den Miller Ironheart beschrieben hat. Frag sie, ob sie auch wirklich noch Fickers Altar meinte. Ah. Altar, ja. Ja, das hätte ich natürlich sofort gecheckt. Zurück zu der alten Verrückten. Ah, Shen, nun, du warst bei Nofikas Altar. Ja, gar nicht schlecht. Das ist tatsächlich doch, was ich meinte. Nofika ist die Schutzgöttin der Grindania und wird als die Göttin der Ernte und des Ackerbaus verehrt. Im Element ist der Erde, deswegen auch der riesige Felsen als symbolische Gabe der Erde an ihre göttliche Mutter. Könnte man meinen, die ursprüngliche Legende sagt nämlich, dass Nofika höchst selbst diesen Felsen vom Himmel herabgereicht, auf ein Podest gesetzt und mit ihrem Siegel gezeichnet habe. Na, was sagst du jetzt? Himmel und Erde durch ein göttliches Geschenk verbunden. Die Länder zu dir streifen aufmerksam für jedes Detail und für die Geschichte, die all diese besonderen Orte formte, ja, oft erst schuf, das ist das Wesen des Entdeckens. Und ich sage bewusst nicht des Abenteuerns. Die Schönheiten dieser Welt zu verzeichnen ist meine Berufung, nicht ihre Kreaturen zu vernichten. Also wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Ich nehme es ja auch nicht übel, wenn du nebenbei noch einem blutigen Abenteuerhandwerk nachgehst. Ich gebe dir den ersten Entwurf meines Werks Eosea Incognita. Es enthält noch ein paar Schreibfehler und die Seitenaufteilung ist noch nicht ganz ideal, aber es sollte durchaus brauchbar sein. Du siehst dir die verzeichneten Orte mit den eigenen Augen an, so wirst du viel lernen und kannst vielleicht ein paar Ergänzungen vorschlagen, wenn wir uns wiedersehen. Wenn du es vollständig hast, bist du um viele erhebende Erfahrungen reicher. Du wirst Eosea mit den ganz anderen Augen sehen, das verspreche ich dir. Ich muss mich allerdings entschuldigen, meine Notizen erscheinen dir sicher etwas rätselhaft. Noch dazu, da die Bilder noch fehlen. Sie waren ja erst nur für mich gedacht. Erste Formulierungsversuche für die Ortsbeschreibungen, die mir vorschwebten. Aber wenn du noch Fikas Altar gefunden hast, dann kommst du sicher zurück. Nur eins noch, das Buch enthält alle möglichen vergessenen Geschichten, Gerüchte, die ich mühsam ausgegraben habe. Wenn ich erfahre, dass du den Reiseführer unter eigenem Namen herausgegeben hast, bist du geliefert.
Wenn du alle Einträge vollständig hast, zeig mir das Buch. Ich bin schon sehr gespannt auf einen Blickwinkel und auf all die besonderen Orte. Okay. Du hast den unvollendeten Reiseführer sehr glücklich erhalten. Er hat über Notizbücher. Okay. Ja. Begib dich an die vorgegebenen Orte und stell sicher, dass Wetter und die Tageszeiten passen. Führ dazu das angegebene Emote aus, um den Eintrag in der Serie Inkognito zu vervollständigen. Okay. Millis Notizen und Reiseführer dienen dir dabei als Leitfaden. So. Jetzt haben wir hier. Ja, Eosia Inkognito. Einen lustigen Punkt. So. Und, ich vorher nicht. Ich weiß zum Beispiel. Oh, guck mal, hier haben wir noch einen Tooltip. Lucia Cocktail ist eine an sich befindliche Reiseführer der Reiseschriftstellerin Millis. Besuche sehenswürdige Orte in Eosia, befolge Millis Anweisungen und hilf ihr, die Reiseführer zu vervollständigen. Manchmal musst du rennen und springen, um an die schwer erreichbaren Orte zu kommen. Lies Millis Notizen sorgfältig, um Hinweise auf bestimmte Bedingungen, Uhrzeit, Wetter oder Emotes zu erhalten. So füllst du den Reiseführer mit Bildern und Texten über die schönsten und geheimnisvollsten Sehenswürdigkeiten Eosias. Ja, so. Habe ich einen ganz netten Link gefunden, den packe ich euch mit in die Beschreibung. Da wird dann mehr oder weniger die Orte aufgelistet und welches Wetter sein muss und so weiter. Falls ihr das vervollständigen wollt. Ich wollte jetzt einfach nochmal ein Video machen, wie man das freischaltet, weil ich das noch nicht gemacht habe. Und das eventuell interessant sein könnte für einige, weil, ja, wenn man das Spiel neu anfängt zu dieser Zeit, dann bleibt viel auf der Strecke, was man so freischalten kann. Und das gehört jetzt bei mir dazu. Jetzt habe ich es erledigt. Und ich hoffe, ihr werdet es auch tun. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.